Wie kann ich es mir eigentlich leisten, so oft ins Disneyland Paris zu fahren? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und diese Frage bekomme ich so oft gestellt: Wie kannst du es dir eigentlich leisten, so oft ins Disneyland Paris zu fahren? Wie kann man den ein oder anderen Euro sparen, wenn man vor Ort ist? Weil wir wissen alle, dass Disneyland Paris ist nicht günstig. Und darauf gehe ich in diesem Video ein. Ich habe die anderen ein oder anderen Tipps für euch und erzähle euch, wie ich so oft ins Disneyland Paris fahren kann. Bevor wir starten, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und vielleicht den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keins dieser tollen, informativen Videos. Ja, starten wir erstmal mit den Tipps und Tricks, die ich euch gebe, generell. Und zwar fangen wir an mit den Übernachtungen und den Ticketpreisen. Wer jetzt vielleicht nicht ganz so oft ins Disneyland Paris fährt wie ich, vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr, dann lohnt sich auf jeden Fall die Pauschale für euch. Eine Pauschalreise beinhaltet ja eine Übernachtung, die Eintrittskarten fürs Disneyland Paris, das Parken am Disney Hotel und eventuell, wenn ihr es dazu bucht, Frühstück oder Halbpension. Genau, die Pauschalenpreise unterscheiden sich natürlich je nach Saison. Schaut da gerne mal in meinem YouTube-Video vorbei, wann fahre ich am besten ins Disneyland Paris. Da gehe ich drauf ein, wann denn die günstigsten Season sind, um ins Disneyland Paris zu fahren, wann die Pauschalen eventuell günstiger sind. Und man kann auch auf der Disneyland Paris Seite selbst, gibt es einen Kalender mit verschiedenen Farben und da sieht man, welche Wochen oder Wochenenden vielleicht am günstigsten sind und die verschiedenen Hotelpreise. Aber was da auch noch ein Tipp ist, wenn ihr sagt, okay, wir haben uns für eine Pauschale entschieden, wir haben gesagt, okay, wir nehmen den September oder vielleicht den Januar, weil das sind Low Season, da ist es eventuell am günstigsten. Schaut doch mal auch, vergleicht die Preise auf der französischen oder auf der englischen Seite von Disneyland Paris für die Pauschalreisen. Denn es kann sein, dass da ihr auch nochmal den einen oder anderen Euro sparen könnt, weil die Preise sich tatsächlich dort unterscheiden. Einfach Google Chrome Übersetzer nutzen, wenn ihr auf Französisch, könnte ich jetzt nicht alles verstehen. Einfach Google Chrome benutzen, dann übersetzt ihr euch die Seite und dann könnt ihr darüber auch ganz normal buchen. Es ist gar kein Problem, wenn euer Wohnsitz in Deutschland oder in einem anderen Land ist und ihr über die französische oder englische Seite bucht oder auch spanische, dann ist das gar kein Problem. Und wenn ihr sagt, boah, also so, keine Ahnung, 2500 Euro für den ganzen Trip ist mir doch auf einmal ein bisschen zu viel. Es ist ja generell so, dass ihr, glaube ich, 20% der Reise eh anzahlen müsst bei Disneyland Paris und ihr sagt, die Reise ist erst nächstes Jahr im Sommer oder im Frühling. Ich habe noch ein paar Monate Zeit, dann könnt ihr diese Ratenzahlung von Disneyland Paris in Anspruch nehmen. Es kostet nichts extra und ihr könnt euch dann sagen, selbst definieren, wie viel ihr pro Monat für den Urlaub bezahlt. Also so eine Art Ratenzahlung. Das bekommt ihr dann auch zugeschickt, die ganzen Kontaktinformationen. Ihr könnt auch per PayPal bezahlen und da könnt ihr das in der App eintragen. Okay, diesen Monat habe ich ein bisschen mehr Geld übrig, dann zahle ich halt vielleicht 200 Euro ein, in den nächsten Monaten 50. Der Gesamtpreis muss aber 6 Wochen vor Urlaubsantritt oder vor Reiseantritt gezahlt sein. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wie ihr euch vielleicht den Traum vom Disneyland Paris ermöglichen könnt. Wenn ihr sagt, oh, so eine Pauschalreise ist mir doch am Ende zu teuer oder ihr fahrt vielleicht nur durch Frankreich durch und sagt, oh, ich möchte einen Tag einfach mal im Disneyland Paris halten, dann braucht ihr natürlich Tagestickets. Und ja, die Tagestickets-Preise unterscheiden sich ja auch nochmal. Entweder ihr kauft ein datiertes Ticket, also auf ein gewisses Datum, dann seid ihr halt festgelegt auf den Tag und müsst an dem Tag in den Park. Die sind dann auch nochmal ein bisschen günstiger. Und ihr sagt, wir haben wirklich nur einen Tag Zeit, dann vielleicht fokussiert ihr euch auf den Hauptpark, auf das Disneyland Park und lasst die Walt Disney Studios weg. Dann kauft nur einen Tag einen Park. Die sind auch nochmal wesentlich günstiger, als wenn ihr Hopper-Tickets kauft, wo ihr beide Parks inklusive habt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über verschiedene Anbieter, zum Beispiel Attraction-Tickets, gibt es auch oft Angebote für günstige Tagestickets, also schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht ergattert ihr ja ein Schnäppchen. Weil wir bei anderen Anbietern, Travel Circus hat zum Beispiel auch immer wieder gute Angebote. Jetzt zum Beispiel im Oktober gab es ein relativ gutes Angebot, Anfang Oktober.
Oder im Februar gibt es auch, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist oder ob es wieder, also ob es abgelaufen ist. Aber die beiden, also Travel Circus hat echt immer zwischendurch ganz gute Angebote, wo ihr dann auch in einem Disney Hotel übernachtet, inklusive Tickets und natürlich dann auch parken. Und Travel Circus hat manchmal so Events. Ich glaube am 1. oder, nee, nicht am 1., am 2. Oktober abends, glaube ich, haben sie die Walt Disney Studios sozusagen gemietet. Und wenn ihr dieses Package bei Travel Circus gekauft habt, dann könnt ihr exklusiv auch in die Walt Disney Studios gehen und habt die Walt Disney Studios fast für euch alleine. Also da hat wirklich Travel Circus immer relativ gute Angebote, ist unbezahlte Werbung. Das sehe ich noch auch immer öfter und ich weiß, dass auch einige von euch darüber mal gebucht haben. Also wenn ihr darüber mal gebucht habt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie eure Erfahrungen waren. Aber da könnt ihr auch nochmal gute Preise finden, aber es ist natürlich auch in der Low Season und auch öfters unter der Woche. Aber wenn ihr Urlaub nehmen könnt, könnt ihr da auf jeden Fall günstig ins Disneyland Paris fahren. Und was natürlich auch noch geht, ist, okay, ihr sagt, ihr möchtet doch mehrere Tage dort bleiben, aber die Ticket, die Pauschalen sind euch zu teuer, dann lohnt sich auf jeden Fall das Vergleichen. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne bei dem i, wo ich die alten Jahreskartenpreise, zum Beispiel auch Vergleiche, Tagestickets mit externen Hotels, also da habe ich so ein richtiges Kalkulationsvergleichvideo gemacht zu verschiedenen Jahreszeiten, Weihnachten, Oktober, Januar, Low Season und so weiter. Also wenn ihr euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und da lohnt sich halt, da müsst ihr halt ein bisschen mehr Zeit investieren und zu gucken, okay, was kosten vielleicht die Tagestickets an den Tagen, was kosten externe Hotels. Da müsst ihr aber eventuell vielleicht das Parken mit einberechnen oder halt die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Lohnt sich bereits eine Jahreskarte, die sind ja jetzt etwas teurer geworden, aber vielleicht lohnt sich es trotzdem für euch, wenn ihr sagt, okay, müsst ihr vielleicht in einem Jahr zu Halloween, zu Weihnachten und dann vielleicht noch im Sommer oder nochmal viermal, drei, viermal im Jahr hin, dann lohnt sich vielleicht schon die Bronze-, Silber- oder Goldene Jahreskarte. Wie gesagt, da müsst ihr mal euch hinsetzen, euch einen Stift und Papier nehmen und mal runterschreiben, was es wann kosten würde und für, ob es für euch, ob eine Jahreskarte für euch lohnt. Genau dasselbe mit den Tagestickets. Wenn ihr vielleicht einen Zeitraum habt, dann schaut, okay, was kostet das Tagesticket, was kostet ein Hotel extern. Das dauert, also das müsst ihr euch aber ein bisschen euch Zeit dafür nehmen. Generell ist natürlich zu sagen, außerhalb der Ferien und der Hauptseason ist es natürlich am günstigsten. Also Sommerferien, Herbstferien und vor allem Weihnachten und so ist es natürlich am teuersten. Aber auch während der Seasons, Halloween ist immer sehr begehrt. Also Low Seasons kann man so generell sagen, ist natürlich unter der Woche, September und so Januar bis Anfang Februar, würde ich so sagen, weil dann fangen wieder irgendwo in irgendeinem europäischen Land die Ferien an im Februar, die Weihnachts-Winterferien oder so, nicht Weihnachtsferien. Genau, also so viel zu den Tipps zu Übernachtung und Tickets. Machen wir weiter mit Essen und Trinken. Genau, da kann man auch den ein oder anderen Euro sparen. Wir wissen, das Essen im Disneyland Paris ist jetzt nicht berauschend, aber natürlich muss man was essen, vor allem wenn man länger dort ist. Und da kann ich euch schon mal den Tipp geben, nehmt euch Snacks mit in den Park. Das ist völlig in Ordnung. Disneyland Paris wird euch nichts wegnehmen, außer ihr habt jetzt den riesen Picknickkorb dabei mit einer Picknickdecke und keine Ahnung. Das ist natürlich nicht erlaubt, also ihr dürft nicht im Park irgendwo picknicken. Aber wenn ihr Müsli-Riegel, geschnittenes Obst, ihr könnt auch Brote euch schmieren, ihr könnt euch Gemüsestick-Dips machen. Vielleicht jetzt nicht, ihr könnt euch auch, keine Ahnung, irgendwie, jetzt nicht im Hochsommer vielleicht, würde ich jetzt nicht Gemüsesticks oder so mit Dip mitnehmen, aber im Winter ist das vollkommen okay. Im Sommer dann halt vielleicht Nüsse und wie gesagt Müsli-Riegel. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen, vor allem mit Kids ist das immer eine ganz gute Sache, wenn man irgendwas zum Snacken dabei hat, weil die Kids sind natürlich, die riechen das gute Popcorn, also diesen Popcorn-Duft, da werde ich selbst sehr schwach. Oder sehen die ganzen verschiedenen Snacks, da ist es immer gut, was im Rucksack dabei zu haben. Was natürlich auch mein ultimativer Tipp ist, was ich euch schon so oft gesagt habe oder als Tipp weitergegeben habe, meine Philips Filterflasche. Verlinke ich euch gerne unten auch in der Infobox auf meiner Amazon-Shopping-Seite. Findet ihr meine Must-Haves für Freizeitparks und da ist auch die Filterflasche mit drin. Also schaut da gerne mal vorbei, da sind auch noch andere Must-Haves. Und die Filterflasche spart euch wirklich einiges. Wenn ihr überlegt, eine Flasche Wasser kostet im Disneyland Paris zwischen 4 und 5 Euro, kommt darauf an, wo ihr seid. Und an heißen Tagen jetzt im Sommer braucht man schon so
1,5 bis 2 Liter mindestens, weil man viel läuft und man schwitzt und man muss natürlich den Flüssigkeitshaushalt auffüllen. Und es gibt überall im Park Wasserspender. Und die sind aber leider, also das Wasser schmeckt etwas nach Chlor. Und ich kann das gar nicht trinken, ohne, nicht wenn es nicht gefiltert ist. Es geht nicht. Es gibt Leute, die können das trinken. Man kann natürlich auch in das Wasser eine Brausetablette reinwerfen. Oder es gibt ja alle möglichen Sirupsorten, die man mitnehmen kann und auch ins Wasser tun kann. Wenn man das Wasser nicht pur trinken kann, das ist auch vielleicht ein Tipp. Irgendwie so Vitaminbrausetabletten oder sowas mitzunehmen. Es gibt ja auch kalte Teebeutel, kann man auch mitnehmen. Und dann hat das Wasser wenigstens auch noch ein bisschen Geschmack. Oder ihr nutzt halt die Filterflasche. In den Filterflaschen würde ich euch das nicht empfehlen, diese Teebeutel oder diesen Sirup, weil das verstopft dann den Filter. Und es ist wirklich so, und viele von euch haben es auch schon bestätigt per Instagram und so geschrieben, die Filterflasche filtert den Chlorgeschmack zu 100% raus. Ihr schmeckt kein Chlor. Das ist auch wieder unbezahlte Werbung. Aber ich habe schon so oft gesagt und ich weiß, ihr seid auch, viele von euch haben es bereits nachgekauft, diese Filterflasche von Philips. Wirklich, nicht nur im Disneyland Paris, auch in anderen Freizeitparks, ist es mein Lebensretter. Ihr spart euch den wirklich sehr, sehr viel Geld für Wasser. Und ja, seid nicht dehydriert und habt immer genug zu trinken dabei. Im Winter ist es mit den Wasserspendern ein bisschen schwieriger, denn im Winter sind die Wasserspender, die draußen stehen, leider geschlossen ausgeschaltet, weil wegen dem Frost. Da habt ihr leider nur die Wasserspender, die innen drin funktionieren. Also gibt nicht so viele. Es gibt eine in der Liberty Arcade, wenn ihr im Hauptpark seid, auf der linken Seite in diesem Tunnel. Da habt ihr einen Wasserspender direkt an den Toiletten und in den Walt Disney Studios in der Halle. Auch bei den Toiletten habt ihr auch einen Wasserspender, der auch in den meisten Fällen im Winter funktioniert. Genau, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Apartments zu buchen oder das Disney-Hotel, die Davy Crockett Ranch. Da habt ihr natürlich Küchen drin. Und wenn ihr eine Küche drin habt, das haben wir auch schon öfter gemacht, könnt ihr euch zum Beispiel das Frühstück selbst zubereiten. Das haben wir ja auf der Ranch schon mal gemacht mit Rührei und Speck und Brötchen. Da kann ich euch natürlich den Tipp geben, den ich auch noch auf der Liste habe. Da müsst ihr vorher natürlich für einkaufen gehen. Und es gibt einige Supermärkte im Umkreis. Im Val d'Europe gibt es das Auchan. Und das ist ein riesengroßes Einkaufszentrum. Da habt ihr auch zum Beispiel den Primark drin. Und da könnt ihr einkaufen gehen. Ist mit der Bahnstation, wenn ihr kein Auto habt, eine Station entfernt vom Disneyland Paris. Val d'Europe heißt die Station. Und wenn ihr aussteigt, habt ihr auch direkt das Einkaufszentrum. Und da könnt ihr natürlich alles einkaufen. Fürs Frühstück, aber auch fürs Abendessen. Snacks, Getränke. Alles könnt ihr dort kaufen und spart euch so im Prinzip den einen oder anderen Euro. Und wenn ihr ein Apartment oder ein Häuschen habt mit eigener Küche, könnt ihr euch das natürlich dort zubereiten. Ihr könnt euch morgens die Brote schmieren, ihr könnt euch morgens ein Frühstück machen oder vielleicht auch abends mal, keine Ahnung, Nudeln oder sowas kochen, wenn der Park vielleicht im Winter früher zumacht. Und als Tipp, Frühstück im Disneyland Paris ist ja immer so eine Sache, ne? Gibt es jetzt nicht mega viel, es gibt süße Sachen, es gibt natürlich auch Kaffee zu kaufen. Es ist aber jetzt auch nicht das beste Frühstück, was man hat. Und da kann ich euch einen Tipp empfehlen. Im Bahnhof gibt es einige Cafés, würde ich sagen. Es gibt das Starbucks, es gibt Prêt-à-Manger. Da könnt ihr jetzt euch auf fertig belegte Sandwiches kaufen, Wraps, Kaffee, auch natürlich Kuchen und süße Sachen. Oder es gibt auch einige Kiosks, wo zum Beispiel, ich glaube, wo ich einmal da war, gab es, glaube ich, ein Croissant und ein Espresso für 2,50 oder so. Also da kann man wirklich mal reinlaufen, wenn man morgens Zeit hat und sich dort was zum Frühstück mitnehmen. Man kann natürlich auch was mit in den Park nehmen, ein belegtes Brot oder Brötchen von Starbucks. Und hat dann im Prinzip noch was im Park zu essen. Und es ist auf jeden Fall günstiger als im Disneyland Paris und es schmeckt besser. Und da kann man auch in den Kiosk kann man auch Getränke kaufen, wie eine Cola oder so, was auch wesentlich günstiger ist als im Park. Ja, und wenn ihr dann doch sagt, in Disneyland Paris möchtet ihr unbedingt was essen gehen, dann würde ich vielleicht sagen, geht in die Schnellimbiss-Restaurants, weil die sind verhältnismäßig natürlich günstiger als jetzt die ganzen Buffet- und Table-Service-Restaurants. Die sind nämlich preislich dann schon mal auf jeden Fall mindestens doppelt so teuer pro Person. Und in den Schnellimbiss-Restaurants bekommt ihr ein Menü aus einer Hauptspeise und einem Getränk. Und werdet eigentlich ganz gut satt. Mittlerweile kosten die Desserts ja extra. Und es gibt von Burritos, Burger, Hot Dogs, Pasta, Pizza, alles Mögliche findet ihr da in den Schnellimbiss-Restaurants. Also ihr könnt auch täglich variieren. Und ihr sagt, ihr möchtet einmal am Tag warm essen, dann
steuert zu den Schnellimbiss-Restaurants. Ein Menü variiert so zwischen, ohne Jahreskartenrabatt, zwischen, ich sag mal, 12 und 17 Euro ungefähr. Und wie gesagt, ein Getränk und eine Hauptspeise ist dann dabei. Und wenn ihr sagt, boah, nee, ihr möchtet euch wirklich mal was gönnen, aber vielleicht jetzt kein Table-Service-Restaurant, weil die nochmal ein Ticken teurer sind als die Buffet-Restaurants, dann empfehle ich euch zum Beispiel das Plaza Gardens. Das Buffet-Restaurant kostet 40 Euro pro Person, inklusive einem Getränk. Und dort bekommt ihr wirklich, da findet jeder was zu essen, es ist geschmacklich top. Und auch wenn ihr keinen Platz reserviert habt, bekommt ihr da auch in meisten Fällen wirklich zu 95% einen Platz, weil das Restaurant relativ groß ist. Und ein Tipp zu den Restaurants, wenn ihr jetzt im Plaza Gardens seid oder in einem anderen Restaurant, wenn ihr das trinken könnt, könnt ihr einfach Leitungswasser, Tap Water bestellen. Das ist nämlich in Frankreich generell immer kostenlos. Bekommt ihr dann halt eine Karaffe mit Leitungswasser, mit Gläsern und dann habt ihr Tap Water kostenfrei. Jetzt haben wir natürlich die Übernachtung, die Tickets, Essen und Trinken abgespeist. Was ist denn jetzt mit der Anreise? Das variiert natürlich von Person zu Person. Es kommt ja darauf an, wo ihr wohnt. Vorher, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, bin ich immer mit dem Auto gefahren. Ich habe nie die Bahn oder nie das Flugzeug benutzt. Jetzt, wo ich hier in der Schweiz wohne, habe ich auch schon mal die Bahn benutzt und das Flugzeug und das Auto. Ich habe schon alle möglichen Sachen getestet. Und da müsst ihr natürlich schauen, was für euch am meisten Sinn macht. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, könnt ihr vielleicht die Mautstrecken vergleichen. Das kann man ganz einfach beim ADAC machen. Da bekommt ihr die verschiedenen Kosten pro Mautstrecke. Als ich ja noch in Deutschland gewohnt habe, bin ich am Anfang immer über Luxemburg und dann direkt nach Frankreich rein. Und das war die teure Mautstrecke. Und irgendwann hat Dani mir gesagt, es gibt die Strecke über Belgien. Und da bezahle ich einfach nur weniger als die Hälfte für die Maut. Also es lohnt sich tatsächlich, die Mautstrecken zu vergleichen. Vielleicht einen kleineren Umweg auf sich zu nehmen, um dann vielleicht mehr als die Hälfte zu sparen. Und dann könnt ihr natürlich gucken, wenn ihr durch Luxemburg fahrt, tanke ich eventuell in Luxemburg mein Auto voll, weil der Sprit ist in Luxemburg ein bisschen günstiger als in Deutschland. So habe ich es früher gemacht, auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich ja in der Schweiz und fahre nicht immer mit dem Auto oder jetzt in den seltensten Fällen und habe jetzt auch schon den TGV genutzt und auch das Flugzeug. Und bei den beiden, Transportmöglichkeiten lohnt es sich auf jeden Fall immer früh zu buchen. Ich habe jetzt den TGV zum Beispiel für September und Oktober gebucht, schon vor ein, zwei Monaten und bezahle einfach für hin und zurück einfach 50 oder 60 Euro, was mega gut ist. Die Preise werden, glaube ich, 3 oder 4 Monate vorher, also nicht die Preise, sondern die Ticketverkäufe werden 3 oder 4 Monate vorher herausgegeben. Und dann könnt ihr direkt buchen, wenn ihr wisst, wann ihr fahrt und könnt da echt günstige Tickets buchen. Das ist natürlich auch dann beim Flugzeug. Je früher wisst, wann ihr fliegen möchtet, desto günstiger ist es. Und da auch meistens unter der Woche ist auch günstiger, mit dem TGV oder mit dem Flugzeug zu fliegen, als zum Beispiel am Wochenende. Aber ich bin ja meistens am Wochenende unterwegs. Aber so könnt ihr auch, wie gesagt, den einen oder anderen Euro sparen. Und wenn ihr dann doch sagt, ich muss fliegen, weil ich so weit entfernt wohne, dann nimmt den TGV zum Disneyland Paris anstatt den Magic Shuttle. Weil der Magic Shuttle dauert erstens länger und zweitens ist er teurer als der TGV. Mit dem TGV seid ihr nur 10 Minuten am Disneyland Paris. Mit Magic Shuttle so eine halbe bis dreiviertel Stunde, kommt auf den Verkehr drauf an. Also das auch nochmal als Tipp. Und es lohnt sich, wenn ihr eine größere Gruppe seid, vom Flughafen ins Disneyland Paris zu fahren, ein Private Shuttle. Der ist dann tatsächlich auch günstiger. Also wenn jeder, ich glaube 19 Euro kostet der TGV. Wenn jeder natürlich 19 Euro bezahlt für den TGV und ihr seid 4 oder 5 Personen, dann seid ihr schon bei 100 und da lohnt sich tatsächlich auch der private Transfer, weil der dann oft günstiger ist. Kommen wir zur letzten Kategorie, dem Shoppen. Ja, wir wissen, Disneyland Paris ohne Merchandise geht fast gar nicht. Und da kann ich euch nur als Tipp geben, setzt euch ein Limit beim Shoppen. Also wenn ihr sagt, okay, wir haben wirklich jetzt 200 Euro für den ganzen Trip fürs Merchandise, dann setzt euch das Limit und schaut erstmal vielleicht durch die Shops durch, was ihr vielleicht unbedingt haben möchtet. Und guckt dann, ob es dann in euer Budget passt. Aber ein anderer Tipp, was ich auch noch geben kann, vor allem mit Kindern, kauft die Prinzessinnenkleider zu Hause. Die Prinzessinnenkleider kosten einfach 60 Euro, einfach das reine Kleid oder mittlerweile noch teurer. Dann die Accessoires, die Krönchen, die Schüchen und alles Mögliche. Da seid ihr locker bei 100 Euro pro Kind, wenn ihr so ein Prinzessinnenkleid wollt. Ich weiß, es ist natürlich eine besondere Sache, aber wie oft kann dann so ein Kind so ein Prinzessinnenkleid anziehen? Und zu Hause in Online-Shops oder bei gewissen anderen Shops hier
einfach zu Hause gibt es die Kleider für viel weniger Geld. Ihr könnt das Kleid einfach mitnehmen und genau, das spart euch auch den einen oder anderen Euro. Und dann hat das Kind das Kleid schon an und dann könnt ihr sagen, hier, du hast doch schon ein Kleidchen, du brauchst kein neues Kleid. Oder was ich auch noch als Tipp habe, zum Beispiel, ihr könnt Merchandise auch hier zu Hause kaufen, bei Shop Disney zum Beispiel, und es einfach im Koffer heimlich mitnehmen. Also wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, ne? Bei Erwachsenen. Aber wenn ihr zum Beispiel mit Kindern unterwegs seid, um dann halt den Kindern trotzdem eine Freude zu machen, packt ihr es einfach heimlich zum Beispiel in den Koffer rein. Und dann, wenn ihr morgens in den Park geht, dann gehen die Kinder schon mal vielleicht vor, dann legt ihr die Sachen einfach aufs Bett mit einer kleinen Notiz. Und dann kommen abends die Kinder zurück aufs Zimmer und sehen, oh, Überraschung von Mickey Mouse zum Beispiel. Ne? Also das kann man auch ganz toll mit so einem Magic Moment für Kinder dann auch machen. Und dann habt ihr vielleicht auch den ein oder anderen Euro gespart im Park. Für Mickey-Stofftiere gibt es wahrscheinlich auch hier günstiger. Aber ich weiß, im Disneyland Paris möchte man sich natürlich auch Erinnerungen kaufen und damit man auch zu Hause noch an den schönen Trip denkt. Also setzt euch einfach ein Limit. Ja, und das waren meine Tipps an euch, wie ihr vielleicht den ein oder anderen Euro bei eurem Trip sparen könnt. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, würde ich mich gerne darüber freuen, unten in den Kommentaren davon zu lesen. Und das wird auch natürlich der Community weiterhelfen. Ja, jetzt kommen wir dazu, wie kann ich mir das eigentlich alles leisten? Ich bin natürlich nicht die Norm. Also es ist nicht normal, jeden Monat ins Disneyland zu Paris zu fahren, um jeden Monat dort Zeit zu verbringen. Also bitte richtet euch nicht nach mir. Wie ich mir das leisten kann, natürlich habe ich eine Jahreskarte und natürlich werde ich mir auch die neue Jahreskarte... Ja, da war der Akku leer. Ich habe heute schon zu viele Videos aufgenommen. Und durch das Licht sehe ich nicht mehr, ob der Akku gleich leer ist. Also, wie kann ich mir das leisten? Ich habe natürlich die Jahreskarte und ich werde mir auch die neue Jahreskarte dann kaufen, aber erst, wenn meine alte abgelaufen ist, und das ist nächstes Jahr im April. Das heißt, so oft wie ich da bin, da lohnt sich einfach die Jahreskarte auf jeden Fall. Und auch die Rabatte, die dann bei der Jahreskarte inkludiert sind, machen den Trip dann natürlich etwas günstiger, wenn wir jetzt essen gehen oder den ein oder anderen Merchandise kaufen, was wir natürlich schon des Öfteren schon sehr oft machen, das ein oder andere Merchandise kaufen. Ich bin da halt zu anfällig für. Also das ist einmal so, wie ich es mir leisten kann mit der Jahreskarte, weil bei der Menge der Trips wird es einfach am günstigsten mit der Jahreskarte. Was wir da natürlich auch machen, oder was ich natürlich auch mache, ist außerhalb übernachten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Disney Hotel übernachtet habe, aber ich weiß, dass in den nächsten Monaten 2 Trips in Disney Hotels anstehen. Aber das ist wirklich nicht die Regel. Wir übernachten außerhalb, wir vergleichen Preise über Booking.com und Check24 und wie sie alle heißen, die ganzen Seiten. Und ja, gut, da habe ich auch schon mal ein Top 5 Video gemacht für Hotels außerhalb. Schaut da gerne mal vorbei. Und da könnt ihr natürlich auch die Preise vergleichen. Und wir sind meistens im Campanile in Torcy, weil das Preis-Leistung-Verhältnis da eigentlich auch am besten ist. Und ich bin da auch Member. Und da bekomme ich, also es kostet nichts, Member zu sein. Und da bekomme ich dann auch mal 10% auf die Übernachtungen, was es auch nochmal günstiger macht. Genau. Und ja, die Anreise. Früher war es natürlich noch einfacher und noch besser für mich, einige Euro zu sparen, denn als wir mit dem Auto gefahren sind, haben wir uns die Trips natürlich immer geteilt mit Brina und mit Daniel und Sven, wenn wir da öfter gefahren sind. Da kann man dann durch 2, durch 3 oder durch 4 Personen einfach mal die Autofahrt teilen, den Sprit und die Maut, und macht es dementsprechend sehr günstig, die Autofahrt. Fällt aber für mich jetzt in den meisten Fällen flach. Das heißt, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt und muss entweder fliegen oder mit dem TGV fahren. Und da habe ich es ja gerade schon gesagt, je früher, desto besser. Und ich bekomme immer oft Kommentare, wenn ich geflogen bin, warum fährst du denn nicht mit dem Zug? Ich suche mir immer die günstigste Möglichkeit aus, dahin zu fahren. Das heißt, der TGV war in den meisten Fällen, als ich gebucht habe, teurer als das Flugzeug. Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass, also ich liebe Fliegen, das ist auch der Fall, aber ich schaue immer auf den Preis. Und wenn das Flugzeug günstiger ist, dann fliege ich natürlich. Wenn jetzt der TGV günstiger ist, weil ich sehr weit im Voraus gebucht habe, dann fahre ich natürlich immer mit dem TGV. Auto macht für mich jetzt fast eigentlich gar nicht mehr Sinn, weil erstens, ich müsste 6 bis 7 Stunden alleine fahren. Und die Maut hier ist relativ teuer für die Strecke. Also die Mautstrecke ist teuer.
Und der Sprit ist auch extrem teuer. In der Schweiz kostet Diesel tatsächlich auch mehr, also ich fahre aktuell noch einen Diesel, kostet mehr der Diesel als der Benziner. Und ich fahre nicht durch Deutschland, wo ich tanken könnte. Oder in Frankreich ist der Diesel auch extrem teuer. Also das heißt, für mich wäre das Auto wahrscheinlich die teuerste Variante. Natürlich die flexibelste, aber auch 6 bis 7 Stunden alleine fahren ist anstrengend. Ja, genau. Das war also Anfahrt, Übernachtung und Tickets. So kann ich es mir leisten. Und ja, schaue natürlich auch, ich nehme sehr, sehr oft Snacks mit. Ich habe meine Filterflasche dabei. Ich bin ja die Snack-Queen, also ich habe ja immer was zu essen dabei, gönne mir aber natürlich auch was im Park, wenn vor allem was Neues da ist, wollen wir das natürlich auch für euch testen. Aber so ist es natürlich möglich für mich, jeden Monat da hinzufahren. Ja, ich hoffe, meine Tipps und Tricks haben euch weitergeholfen bei eurem nächsten Disneyland Paris Trip und ihr könnt den ein oder anderen Euro sparen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.